Hallo, wunderschönen guten Morgen. Ich möchte gern euch mit diesem Video mal zeigen, mein Ritual für morgen. Nach dem Gesicht hier richtig schön gereinigt mit dieser Kavanich. Einmal dort massieren. Ich habe mehrere Videos davon gemacht in meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr möchtet, dann kann ich auch den Link hier runterlassen und dann einmal durchschauen. Dann kann man auch schön für das Gesicht einmal massieren. Ich nehme einfach ein Öl, damit die schmeichelt. Und massiere ich erstmal schön meine Hände, weil in die Hände liegt auch sehr viel Reflexsonne. Und durch die Hände, die hat auch so viel Arbeit und wir können auch die Hände mal verwöhnen. Und ich liebe die Hände zu massieren. Damit möchte ich auch diese Dankbarkeit für meine Hände, die Hände tut alles für mich, auch zum Heilen, zu spüren, zu mal fühlen. Und damit die Ritual für morgen ist auch so wichtig, die Hände zu massieren. Also ihr könnt auch gerne mitmachen. Und kann jeder Finger mal rausziehen. Jeder Finger hat eine Bedeutung. Die Sorgen, die Wut, die Verstellung, also das gibt auch die Meridiane, die fließen dort und wir können auch hier oben mal drehen, da oben draus. So. Damit mein Kopf auch frei. Frei von verschiedenen Gedanken, frei, dass ich wieder hier und jetzt zu konzentrieren. Also nicht in die Vergangenheit und auch nicht für die Zukunft. So viel Gedanken. Dann nehme ich und beruhige mich. Beruhige mich, damit ich keine Angst zu haben oder die Ängste transformieren, umwandeln. Ich bin hier, ich bin da und ich bin für mich da und nehme ich alle die Verantwortung für mich selber. So. Und kann man so biegen, biegen, nach außen, so nach außen, ja. Und das kann von Kindern mit Älteren, also die Alte ohne Grenze, umso jeden Tag machen, ist auch viel besser, weil die ganze Wirbelsäule Reflexion. Ne? Und ich liebe die Hände zu massieren. Da ist auch ein Punkt, wo man drücken sollte. Da. Ja, und da ist auch eine Stelle, weil ich massiere für meine Klienten, meine Kunden, dann die sind so schmerzhaft, weil dann ist die Reflexion von der Halbwirbelsäule, ne? Die Halbwirbelsäule und wir können
hin und her und löschen langsam die Blockade da. So, und diese Übung zeige ich immer. Und andere Seite. So, und mit dem Club habe ich auch sehr, sehr viel verschiedene Videos schon gemacht, dann würde ich nicht wiederholen. So, und in 5 Minuten haben wir auch sehr gut was für die Hände gut tun. Und durch die Hände, dann fließen auch alles die Energie für den ganzen Körper. Und die Übung, dann kann euch immer mal zwischen dort machen, wenn man so viel Zeit im Computer sitzen und arbeiten, und kann man auch 5 Minuten Pause und mach was gut ist für die Hände. Und zeig einfach meine Körper, ich liebe mich, ich achte auf mich, ich achte auf meine Gesundheit und dadurch bin ich vollkommen gesund. Also auf dieser Sinn und Weise, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und abonnieren meinen Kanal oder kommt zu meinem Workshop, meinem Seminar für ganz heilig, auch Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, euer Ming.